Sarah macht's wird dir präsentiert von Maopop, einem neuen Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen. Sieht denn nicht so aus, wie wenn ich was machen muss. So, fertig! Schon? Tada! Und was ist das für eine Preisetikette dort? Hallo zusammen und herzlich willkommen. Es gibt kaum etwas, das so beliebt ist zum Verschenken wie Blumen. Besonders natürlich am Valentinstag oder auch am Muttertag. Und der ist jetzt schon gleich. Und es ist auch kein Wunder, sind Gestecke und Sträuße so beliebt zum Verschenken. Denn wie sagt man doch so schön? Sag es durch die Blumen. Hallo zusammen, mein Name ist Marc Müller. Wir sind hier Zuster im Flör-Up Shop und Sarah arbeitet heute mit mir als Floristin. Ja, Marc, wo sind wir denn jetzt da? Wir sind jetzt hier an der Blumenbörse in Wangen. Wir okay. Gehen jetzt hier unsere Sachen einkaufen. Ah, das ist so, dein Tag fängt so an? In der Regel ja. Und der Hund ist immer dabei? Der ist immer dabei, das? Ja. Das ist der Bubu. Der Bubu. Er muss dabei sein, ja. Er ein bisschen lieber dran, oder? Nein, auch nicht. Ah, nicht? Also, nimmst du da so einen Wagen mit, oder was? Ja. Hast du eine Einkaufsliste? Ja. Ah, das muss ich jetzt nach dem das gehen? Das darfst du alles. Weiße Lilien. Ja. Oh Gott, ich weiß nicht mal, wie Lilien aussehen. Okay, also. Also schau jetzt. Jetzt haben wir hier eine Taktik, wie wir vorgehen. Mir schon, ja. Da ist jetzt alles als Frühling. Das ist mehr so das, was Saison ist. Sonst fangen wir gerade am besten bei den Rosen an. Red Naomi, das sind die. Und jetzt? Dann brauchen wir noch einen Gelbi. Du musst manchmal auch etwas nehmen, was du vielleicht selber nicht schön findest. Was findest du nicht schön? Was ich gar nicht gerne. Gibt es Blumen, die du nicht schön findest als Florist? Welche? Sonnenblumen zum Beispiel. Was? Ja, das haben ganz wenige Floristen, glaube ich, gerne. Warum? Die sind doch so schön. Nein, also nicht alle. Sonnenblumen? Ich habe es gar nicht gerne. Girl next door. Herrlich, oder? Also für einen Florist ist das ein Traum. Ja, das ist wie ich in einem Schuhladen. Ah. Ich finde, ein Strauß ohne Margritli ist kein Blumenstrauß. Falls mir mal irgendjemand einen Strauß schenken will. Die sind doch cool, hey. Was sind das für dich? Das sind wie etwas zum Essen. Von ist denn da ein Name dafür, aber das sage ich jetzt glaub nicht. Kannst du mir schnell da rein flüstern? Können wir jetzt gehen? Nicht. Ja. Also, dann haben wir es. Blumen sind nicht zu lange ohne Wasser, sind wir es in Brunnen, also gewässert. Okay. Yes, no, maybe there was a little. Und jetzt kommen wir uns um die roten Rosen, genau. Die du mir ja am Schluss sicher schenkst. Vielleicht. Das ist ja alles weg an Dornen. Wie würdest du es jetzt machen? Ich würde jetzt das lösen und dann würde ich so runterfahren. Probier mal. Also ich löse das mal. So, oder? Also wir nehmen wirklich die einzelnen Rosen. Und dann? Blätter kannst du bis zur Hälfte lassen und dann nehmen wir alle weg. Der Kunde lenkt genau hierher. Okay. Also das Blatt kannst du lassen. Das ist, Blatt hat nicht zählen. Das ist jetzt weg. Ja, aber das macht nichts. Ja, es sieht auch so noch lustig aus. Das ist sonst die du überkommst. Das ist die. Mann! Yes, no, maybe. Machst du das relativ schnell, ne? Ja. Also da ist nicht. Einfach den Finger unten nicht als Stiel haben, sonst schnittst du die Finger. Und dann so runterziehen. Sonst nimmt sie kein Wasser. Und den Finger möglichst nicht. Gut. Hier für dich. Die kann man nicht mehr verkaufen. Nein, nimm sie. Das ist für dich. Ich kann sie ihm schon schenken, die kannst du nicht mehr verkaufen. Ja, dann bist du einfach keine für
Es geht sicher nur mal eine kaputt. Du, wenn es da so läutet, ist das vom Laden? Ja, aha, das ist vom Laden. Das sind dann Kunden. Müsste ich führen? Noch nicht jetzt. Kannst du später. Give 5 minutes on my hand, just like a timepiece. I turn the clocks back and maybe try to find peace. As well as my ID, so rewind me. Just like a video cassette, cause I'm upset that I ain't seen. Some faces in a wild, just apparitions in my dream. That ends abruptly when they try to hug me for the screen. Smoke this engulfing me. Like the coastline when it's high tide and you can see the sands and the oceans meet. No one told me when this ride began to hold my seat. Ja. So, fertig. Das für die Lade haben wir jetzt ausgerüstet. Super. Hey, da hast du Dorn vergessen wegzunehmen. Kein Wunder, bist du so schnell. Da kann mich piekst. Fünf Mal. Was meinst du? Ich meine... Frieden. Es sieht alles sehr schön aus. Mhm. Gut, dann haben wir das mit dem Schnitt. Und als nächstes darfst du auf die Kunden. Bevor mich da auf die Kunden loslässt, was fasziniert es dich persönlich so an Blumen? Eigentlich alles. Das ist für mich das Schönste, was ich machen kann. Und fasziniert tut mich eigentlich auch, dass du halt wirklich täglich mit so schönen Sachen zusammenarbeiten, was sehr saisonal ist und wirklich die Vielfältigkeit hast, die die Natur gibt. Und das ist etwas, was mich fasziniert, oder einfach wie etwas auch entsteht oder was du damit kannst machen. Welches ist deine Lieblingsblume? Meine persönliche ist, sind die weißen Lilien. Also ganz klassisch langweilig eigentlich. Wann kaufst jetzt du privat Blumen? Wie mängisch und was für Dinge? Also privat habe ich wöchentlich Blumen. Meistens Anfangswoche. Ich habe meine Örtchen daheim, wo ich immer Blumen habe. Immer weiße Lilien. Das ist so seit Anfang her. Und das andere wirklich eigentlich saisonal. Also, das ändert wirklich nach Jahreszeit, aber meistens weiss. Also ich bin da eher neutraler, eher ein bisschen reduzierter. Du bist ja den ganzen Tag um Blumen herum. Was schenkt man jetzt dir, wenn man dich besuchen kommt? Blumen. Dann bringt man wieder Blumen mit? Mhm. Aber nicht im Ernst, oder? Es ist leider ein bisschen schade, aber wir Floristen kommen nie Blumen über oder ganz selten. Sie sind den ganzen Tag um Blumen herum, dann bringt man sicher keine Blumen. Aber also ich jetzt sowieso als Mann, der noch diesen Beruf gewählt hat. Also, das ist nochmal ein anderer Entscheid und ich liebe es einfach. Und darum hätte ich es auch gerne, wenn ich es überkomme. Aber es ist wirklich dann so, dass sie sagen, nein, der hat den ganzen Tag Blumen. Oder dann vielleicht noch das Gefühl haben, Floristen sind vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoll, was Blumen betrifft. Darum sind es leider ganz, ganz, ganz selten Blumen. Da kann dir jetzt vielleicht der Wunsch helfen. Wenn ein Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Also was ich mir wünsche, ist wirklich, dass jetzt auch auf Blumen bezogen oder den Leuten Freude machen, ist, dass wir auf Muttertag einfach mit dem, was wir machen oder mit dem Kreativen, was wir machen, dass wir wirklich ganz vielen Mamis eine Freude machen auf dem Muttertag. Sehr schön. Und jetzt bist du bereit für die schwierigen Fragen, die knallharten, die von den Zuschauern. Wie wichtig ist Kreativität in deinem Job? Ohne Kreativität würde der Beruf gar nicht funktionieren. Also wir müssen wirklich täglich auch Ideen bringen oder mal Sachen umsetzen. Und ich denke, dass der Florist wirklich mit Kreativität lebt. Welches ist der beliebteste Blumentag in der Schweiz? Der beliebteste Blumentag in der Schweiz, denke ich, Favorit ist wirklich Valentinstag, also Tag der Liebe. Wo ja auch weltweit ein Blumentag ist, aber wirklich dann auf den Tag ganz viel verschenkt und bestellt wird. Und sicher auch ein ganz grosses Thema anschliessend ist sicher Muttertag. Und ich würde auch sagen, Frühlingsanfang ist auch immer noch ganz ein grosser Blumentag. Was bietet ihr alles an? Also wir bieten alles an, von Schnittblumen über Pflanzen für draussen, Pflanzen für innen. Dann haben wir Accessoires, das sind Gefäße, Vasen. Dann gewisse Zusatzartikel wie Schocke, dann haben wir Wein, Schmuck. Also eigentlich so ein gesamtes Angebot, was so zu Blumen und Wohnen oder Schenken dazugehört. Welche Blumensträuße sind aktuell im Trend? Also aktuell sind ganz sicher die Frühling-Sommer
Sträuße im Trend. Pastellfarbe ist sicher auch immer ein grosses Thema. Und wirklich kunterbunt gemischte Sachen. Aber da wirst du jetzt gerade sehen. Denn ah ja? Jetzt gehen wir in den Laden. Und du musst einen Strauß machen? Natürlich. Oh, Hilfe. Das ist jetzt für eine Bestellung, die wir haben. Mhm. Bunt, orange, grün. Mhm. Und das kommt jetzt da rein? Das? Ja, die Sachen, aber nicht einfach so drin. Aber da ist ja nichts drin. Jetzt. Die Steckhülfe drin. Also das Grüne? Ja. Ist das und wo schon? Hast du das? Ja. Das haben wir hier. Dann hier so ein Stück Plastik abreißen, was dann gerade da rein geht. Also, dass es ein bisschen ein Rand durchkommt. Und jetzt kann ich eben reinstecken? Ja, die müsstest du jetzt eben hier schneiden. Ah, okay. Genau. Aber das kann ich ja wieder rausnehmen, in den Notfall. Ja, aber dann hast du vier Blüten. Mhm. Das sind irgendwie da zwei, da zwei, sondern dass es so ein bisschen verteilt ist. Es muss einfach am Schluss ein bisschen nicht zu hoch werden. Ich probiere es. Haben wir hier zwischen die Türen? Der hängt dann aber. Das macht nichts. Ah, okay. So, die ist jetzt ein bisschen höher, hast du gesagt? Ein bisschen runter noch. Nochmal. Wieso noch runter? Beruhig. Grüezi miteinander. Grüezi. Sarah, ich glaube, du darfst bedienen. Wir haben Kundschaft. Soll ich das machen? Natürlich. Aber du machst da nichts kaputt. Ich mache nichts, nein. Grüezi miteinander. Was hätten Sie gerne? Ich würde eigentlich etwas Kleines haben für aufs Grab. Dass es ein bisschen hebt, dass es ein bisschen... Mhm. Okay, komm gerade. Sie wird etwas für auf ein Grab, das etwas hebt. Also was sonst könntest du jetzt, wenn von der Temperatur her sind, die Sachen, die wir draussen haben? Dann gehen wir doch schnell dort rüber. Was gibt das da? Osterglocken? Ja, nein, ich glaube, das gibt Zwiebeln. Das gibt wahrscheinlich die. Okay. Das gibt wahrscheinlich sättige oder sättige. Grosse, dann eine kleine, dann eine breite. Und ich komme darauf an, welche Farbe. Wäre das die Grösse? Aber das wäre schön. Dann frage ich, ob das die werden. He? Werden die da die gleichen wie die? Nein. Was werden die fertige? Das gibt die Narzissen. Narzissen, so wie die Violetten. Dann wäre das etwas. Ja. Gut, ich lasse das jetzt mal da. Du musst mir vielleicht helfen mit dem Einpacken. Ich weiss nicht, wie. Jetzt muss ich das Zettel hier wegnehmen, oder? Genau. So, dass ich weiss, wie viel das ist. Ja. Ja. Wollen Sie noch eine Tasche? Das geht wahrscheinlich besser. Ich habe da noch ein paar Dann ist der Totalbetrag 40,50 Franken. Dankeschön. Dann ist das 59. Werden Sie den Kassenbeleg? 59,50 Franken. Mhm. Und dann haben wir hier das Täschchen. So, hä? Grüezi! Ich muss ins Gesteck gehen. Oh, ich bin leider noch nicht fertig. Nicht ganz fertig. Oh, nein. Aber fast. Ja, ich kann. Schauen Sie noch schnell ein bisschen rum. Vielleicht finden Sie noch etwas Lässiges. So, dann wäre das. Und wie finden Sie es? Sehr schön. Super. Darf ich es Ihnen gerade so mitgeben oder hätten Sie es noch eingepackt? Gerne eingepackt. Gerne eingepackt, das habe ich befürchtet. So, bitteschön. Schön. Sehr schön. Ja, danke schön. Einen schönen Tag. Ade. Merci. Erledigt, Sarah. Bleib da. Gut. Gut. Hey, ich bin schon fertig. Ich bin fertig mit Gesteck, ich habe schon Kunden bedient. Und was kommt jetzt? Das ist etwas von einem Blumenstrauß. Schönes Disziplin kommt jetzt. Strauß. Oh, da haben wir sogar Kartentext. Liebe Brigitte, heute überrasche ich dich mit diesem schönen Blumenstrauß. Blumige Grüße. Jö, herzlich. Form und Farbe muss es so sein. Wie hier. Wann müssen wir denn den ausliefern? Ich meine, ich kann natürlich... In einer halben Stunde. Wie lange hast du für einen Strauß? Viertelstunde. Und sagen wir jetzt, der Lehrling im ersten Lehrjahr, am ersten Tag, wie lange hat er für einen Strauß? Das ist schwierig zu sagen. Ungefähr.
3-4 Stunden schon. Ja, also, und das hätte ich wieder sehr eine halbe Stunde ja, haben. Du hast ja vorhin schon gesagt, ich helfe dir beim Auszumachen. Ja, hilf mir es. Du hast gesagt, weiss. Eins, zwei. Dann erst zwei. Dann kommt ein drittes. Sieht dann nicht so aus, wie dann ich es machen muss. Das sieht dann einfach nicht. Ja, die sind einfach hier schon gelegen. Das sind andere, die ich nicht gebraucht habe. So. So, fertig! Schon. Tada! Und was ist das für eine Preisetikette dort? Scheiße, jetzt habe ich vergessen! Aber gell, das wäre schon so einer. In der Art, ja. Kann ich nicht gerade den? Dann wärst du noch 10 Franken über dem Budget. Ja, der zahlt. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Sarah das schafft mit dem Strauss und habe mir jetzt hier im Stillen den gleich vorbereitet, dass wir sonst, wenn das nicht gelingt, den können liefern können. So. So. Ich würde sagen, ich bin fertig. Marco, bist du? Ich bin gespannt, was er sagt, aber vorher gibt es für euch den Wettbewerb. Am 12. Mai ist Muttertag. Bei uns kannst du das Mal einen von zwei herrlichen Muttertagsstrüssen im Wert von je 125 Franken gewinnen, offeriert von Fleurop. Die schönsten Blumen, charmant kombiniert und dazu ein Schokoladenglückskäfer, das lässt jedes Mutterherz schmelzen. Und die Auslieferung vom Strauss an den Wohnort von deiner Mami ist im Preis natürlich auch dabei. Diesen tollen Preis kannst du gewinnen, wenn du uns diese Frage kannst beantworten kannst. Welche Blume steht als Symbol für die Liebe? Sarah A. rote Rose, Sarah B. weiße Lilie. Wenn du die Lösung weißt, dann schick sie uns. Sarah A. für rote Rose oder Sarah B. für weiße Lilie mit deiner Adresse per SMS auf 880. Oder gib sie uns telefonisch durch auf Nummer 0901 77 1234. Für die schriftliche Teilnahme schickst du uns eine Postkarte an die eingeblendete Adresse. Also ich würde sagen, so von Listen aus zum Liefern ist es ein schwierig. Was zum Liefern ist schwierig? Das zum Verschenken. Ja, und dann? Ich meine, ich muss irgendetwas dieser Kundin jetzt bringen. In der Zeit, wo du... Wo schaust du an? Strauss gemacht hast, habe ich Strauss gemacht. Was? Sicher nicht. Mal mit dem Gleichen, was du hast. Das ist jetzt fast ein bisschen fies. Ein bisschen, gell? Was? Du hast genau gewusst, dass ich es nicht kann? Nein, ich habe nicht gesagt, dass du ihn nicht einhast. Weil auf sicher gehen, falls es nicht klingt. Okay, also, dann gehen wir deinen ausliefern. Aber ich nehme meinen auch mit. Wir nehmen beide mit? Ja, wir nehmen beide mit. Und dann sollen sie entscheiden? Sollen sie entscheiden. Mhm. Das ist fair. Okay, Brigitte, wir kommen. Hallo, Brigitte! Hallo. Hey. Wir haben Blumensträuße für dich. Wow! Jetzt also, muss ich auch schnell erklären, warum wir zwei Strüsse haben. Also los. Ja. Wir haben zwei Strüsse. Und zwar, der Auftrag war bei Sarah, den Strauss zu machen. Und weil es ja nicht so einfach ist, Strauss, habe ich dann gefunden, ich mache auch noch einen, falls der nicht. Es ist ja also klar. Also, das ist ja klar, dass ich den Sarah hier rausnehme. Sie muss mich nicht! So geil! Vielen Dank für die Blumen. So, Sarah. Das war der Tag bei uns. Ja. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht. Ja, auf jeden Fall. Hast du es gut gemacht, muss ich sagen. Sehr schön. Und, ja, weil du den ganzen Tag gestürmt hast mit ja. Blumen. Ja, hast du etwas für mich? Habe ich dir natürlich. Mein Handtäschchen. Auch noch etwas. Schau mal, mein Handtäschchen. Und das trifft sich sehr gut, denn ich habe natürlich auch etwas für dich und das Team. Danke. Guten. Und mit dieser Flower Power sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Oder in der Zwischenzeit mal auf sarahmachts.tv oder auf meiner Facebook-Seite. Habt eine ganz gute Zeit und tschüss. Sarah macht's beim Biken. Warum sich unsere Moderatorin hier dabei Limbo-Stangen, Bodenwellen und Buckelpiste in den Weg stellen, seht ihr in der nächsten Folge.
Sarah Macht ist dir präsentiert worden von Malpop, einem neuen Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen.